Textbuch, Kapitel 12, der Lehrplan des Heiligen Geistes, Nummer 7, nach innen schauen, Teil 2, Absatz 8, Seite 231 bis 233. Wenn du nur Liebe willst, wirst du nichts anderes sehen. Das widersprüchliche Wesen der Zeugen, die du wahrnimmst, ist lediglich die Widerspiegelung deiner miteinander in Konflikt stehenden Einladung. Du hast auf deinen Geist geschaut und dort die Gegensätzlichkeit akzeptiert, da du sie dort gesucht hast. Aber glaube deshalb nicht, dass die Zeugen für die Gegensätzlichkeit wahr sind, denn sie bezeugen nur deine Entscheidungen über die Wirklichkeit und bringen dir die Botschaften zurück, die du ihnen gegeben hast. Auch die Liebe wird durch ihre Boten wahrgenommen. Wenn du Liebe manifest machst, werden ihre Boten zu dir kommen, weil du sie eingeladen hast. Die Macht der Entscheidung ist die einzige dir verbleibende Freiheit als Gefangener dieser Welt. Du kannst dich entscheiden, sie richtig zu sehen. Was du aus ihr gemacht hast, ist nicht ihre Wirklichkeit, denn ihre Wirklichkeit ist nur das, was du ihr gibst. Nichts anderes als Liebe kannst du irgendjemandem oder irgendetwas wirklich geben. Noch kannst du wirklich irgendetwas anderes als Liebe von ihnen empfangen. Wenn du glaubst, du habest etwas anderes empfangen, so liegt es daran, dass du nach innen geschaut und geglaubt hast, die Macht in dir zu sehen, etwas anderes zu geben. Es war nur diese Entscheidung, die bestimmt hat, was du fandest. Denn es war die Entscheidung für das, wonach du suchtest. Du hast Angst vor mir, weil du nach innen geschaut und Angst vor dem hast, was du gesehen hast. Es ist aber nicht möglich, dass du die Wirklichkeit gesehen hast. Denn die Wirklichkeit deines Geistes ist die lieblichste der Schöpfungen Gottes. Da er nur von Gott kommt, könnten seine Macht und Größe dir nur Frieden bringen, wenn du wirklich auf ihn schautest. Wenn du Angst hast, liegt es daran, dass du etwas gesehen hast, was nicht dort ist. Doch an dem gleichen Ort hättest du mich und alle deine Brüder schauen können, in der vollkommenen Sicherheit des Geistes, der uns schuf. Denn wir sind dort im Frieden des Vaters, der seinen Frieden durch dich ausdehnen will. Sobald du deinen Auftrag, Frieden auszudehnen, angenommen hast, wirst du Frieden finden. Denn indem du ihn manifestierst, wirst du ihn sehen.
Seine heiligen Zeugen werden dich umgeben, weil du sie angerufen hast, und sie werden zu dir kommen. Ich habe deinen Ruf vernommen und auf ihn geantwortet. Doch wirst du mich weder schauen, noch die Antwort hören, die du gesucht hast. Der Grund ist der, dass du noch nicht nur das willst. Doch während ich wirklicher für dich werde, lernst du, dass du in der Tat nur das willst. Und du wirst mich sehen, wenn du nach innen schaust. Und wir werden gemeinsam auf die wirkliche Welt schauen. Durch Christi Augen existiert nur die wirkliche Welt und kann nur die wirkliche Welt gesehen werden. Wie du dich entscheidest, so wirst du sehen. Und alles, was du siehst, legt nur Zeugnis von deiner Entscheidung ab. Wenn du nach innen schaust und mich siehst, liegt es daran, dass du dich dafür entschieden hast, die Wahrheit zu manifestieren. Und indem du sie manifestierst, wirst du sie sowohl außen als auch innen sehen. Du wirst sie außen sehen, weil du sie erst innen gesehen hast. Alles, was du außen siehst, ist ein Urteil darüber, was du innen gesehen hast. Wenn es dein Urteil ist, wird es falsch sein, denn Urteilen ist nicht deine Funktion. Wenn es das Urteil des Heiligen Geistes ist, wird es richtig sein, denn Urteilen ist seine Funktion. Du teilst seine Funktion nur mit ihm, indem du so urteilst wie er und dir selbst kein Urteil vorbehältst. Du urteilst gegen dich, er aber urteilt für dich. Denke also daran, dass jedes Mal, wenn du nach außen schaust und ablehnend auf das reagierst, was du siehst, du dich als unwürdig beurteilt und zum Tod verurteilt hast. Die Todesstrafe ist das letztendliche Ziel des Ego, denn es ist fest davon überzeugt, dass du ein Verbrecher bist und den Tod ebenso sehr verdienst, wie Gott weiß, dass du das Leben verdienst. Die Todesstrafe verlässt den Geist des Ego nie, denn sie ist das, was es dir am Ende immer vorbehält. Da es dich als letzten Ausdruck seiner Gefühle für dich töten will, lässt es dich nur leben, um auf den Tod zu warten. Solange du lebst, wird es dich quälen, aber sein Hass ist nicht befriedigt, ehe du nicht tot bist. Denn deine Zerstörung ist das einzige Ziel, auf das es hinarbeitet. Und es ist das einzige Ziel,
mit dem es sich zufrieden geben wird. Das Ego begeht keinen Verrat an Gott, an dem Verrat unmöglich ist, aber es begeht Verrat an dir, der du glaubst, deinen Vater verraten zu haben. Deswegen ist das Aufheben der Schuld ein wesentlicher Teil der Lehre des Heiligen Geistes. Denn solange du dich schuldig fühlst, hörst du auf die Stimme des Ego, das dir sagt, dass du Gott verraten hast und deshalb den Tod verdienst. Du denkst, der Tod komme von Gott und nicht vom Ego. Denn da du dich mit dem Ego verwechselst, glaubst du, den Tod zu wollen. Und vor dem, was du willst, bewahrt Gott dich nicht. Gerätst du in Versuchung, der Sehnsucht nach dem Tode nachzugeben, so denk daran, dass ich nicht starb. Du wirst begreifen, dass das wahr ist, wenn du nach innen schaust und mich siehst. Hätte ich den Tod für mich alleine überwunden? Und wäre mir vom Vater das ewige Leben gegeben worden, wenn er es nicht auch dir gegeben hätte? Wenn du lernst, mich manifest zu machen, wirst du den Tod nie sehen. Denn dann hast du das Todlose in dir geschaut und du wirst nur das Ewige sehen, während du auf eine Welt hinausschaust, die nicht sterben kann.